Willkommen zurück, mein Name ist Sascha. Dass wir der Science Fiction näher sind als gedacht, wird im folgenden Fall mal wieder deutlich. Es wurden Wesen geschaffen, die in Zukunft vielleicht zur Organspende dienen könnten. Allein dieser Umstand erinnert schon stark an den Film Die Insel. Fangen wir von vorne an. Das bedeutet mit dem Problem, das wir haben. Das Problem ist, dass es nicht genug Spenderorgane gibt. Nun sind den Wissenschaftlern zwei Sachen gelungen. Die erste Sache ist, dass sie eine Bauchspeicheldrüse einer Maus in einer Ratte wachsen lassen konnten. Die zweite Sache ist, dass es gelang, ein Schweineembryo zum Teil menschlich zu machen. Dazu wurden ihm menschliche Stammzellen gespritzt. Insgesamt war dieses Schwein zu 0,001% menschlich. Wenn man das auf einen 80 Kilogramm schweren Menschen umrechnet, entspricht das 0,8 Gramm, weniger als der kleine Zeh wiegt. Das scheint nicht viel zu sein, doch wissenschaftlich ist das eine Sensation. Immerhin sind Menschen und Schweine sich genetisch sehr fremd. Trotzdem gelten Schweine als Organspender als besonders interessant. Deren Organe sind denen der Menschen sehr ähnlich und haben auch die richtige Größe. Rechtlich sind solche Versuche, ein Mischwesen zu schaffen, in den USA und Japan verboten. In Deutschland zählt zwar das Embryonenschutzgesetz, doch das gilt nur für menschliche Embryonen. In diesem Fall war es ein schweinischer. Aus ethischer Sicht werden diese Versuche wohl auch nicht fortgesetzt. Immerhin argumentieren die Ethikexperten mit der Würde des Menschen und der Tiere. Meine persönliche Meinung ist, dass diese Chimären ein Schritt in eine gute Richtung sind. Richtige Erfolge könnten allein in Deutschland über 1000 Menschenleben pro Jahr retten. Natürlich halte ich es für inakzeptabel, dass für das Weiterleben eines Menschen ein Tier sterben muss. Doch meine fehlende Akzeptanz lässt sich wegargumentieren, wenn man bedenkt, dass allein zum Essen täglich mehrere Millionen Tiere getötet werden. Dabei wäre das nicht mal zum Überleben der Menschen nötig. Außerdem kenne ich niemanden, der ein neues Organ benötigt. Wenn man selbst oder ein Familienmitglied in so einer Situation ist, kann sich die Meinung darüber stark ändern. Meiner Meinung nach sollte in diese Forschung, die dazu dient, Menschen zu retten, mehr Geld gesteckt werden. Dieses Geld könnte vielleicht von der Forschung abgezogen werden, die dazu dient, Menschen zu töten.